Herzlich willkommen beim sechsten Teil unserer zwölfteiligen Serie zum Thema die häufigsten Fehler bei Fördermitteln und Finanzierungsanträgen. Heute geht es um die Planungsrechnung, welche Fehler also hier am häufigsten gemacht werden. Der häufigste Fehler bei Planungsrechnungen ist generell bei Businessplänen ist die Tatsache, dass der Unternehmer seine betriebsinterne Planungsrechnung, die nicht vollständig ist oder nicht lang genug in die Zukunft geht, bei der Bank abgibt. Bei Banken und Fördermittelinstituten müssen Banken und Fördermittelinstitutsorientierte Anträge abgebildet werden, die auch den jeweiligen Richtlinien auch entsprechen. Das bedeutet also, dass der Plan tatsächlich in der Planungsrechnung vollständig mindestens über 3 oder 4 Jahre abgebildet werden muss, manchmal sogar 5 Jahre, und zwar nicht jährlich oder quartalsmäßig, sondern monatlich. Dazu gehört auch, dass die Umsatz- und Auslastungsplanung genauso vollständig sein muss wie die Gewinn- und Verlustrechnung und natürlich entscheidend die Liquiditätsplanung. Das Ganze darf dann auch abgerundet werden durch die Liquiditätsplanung, denn Liquidität geht immer vor Rentabilität. Egal wie rentabel dein Unternehmen in 10 oder 5 Jahren sein wird, wenn du die nächsten 3 Monate nicht überstehst, bekommst du kein Geld von den Bankern. Also achte darauf, dass du eine bankenfähige Planungsrechnung abgebildet hast. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, kannst du gerne die Experten und Spezialisten der X-Group buchen, nämlich direkt über den Link unterhalb des Videos. Zunächst ein kostenfreies Erstgespräch. Nun schauen wir, wie wir dich dabei begleiten können, eine zielführende, überzeugende, belastbare Planungsrechnung aufzusetzen. Ansonsten geht es morgen weiter mit dem 7. Teil unserer 12-teiligen Serie, die 12 häufigsten Fehler bei Fördermittel- und Finanzierungsanträgen. Damit du diesen Teil nicht verpasst, lade ich dich jetzt ein, nicht nur den Kanal zu abonnieren, sondern auch die Glocke zu betätigen, dann wirst du darüber informiert.